Okay, pass auf. Jetzt die erste dümmste Frage. Also jetzt muss man eigentlich querdenken. Pass auf. Wenn es heute 0 Grad hat Ja. und morgen doppelt so kalt werden soll, wie kalt wird es morgen? Das ist eine gute Frage. Wie kalt ist Alter. es denn morgen? Hallo ihr YouTuber beziehungsweise YouTube da draußen. Wir spielen heute mal wieder eine kleine Runde Minecraft mit Wilkenschen LP. Hallo und herzlich willkommen. Und diese Folge hat einen ganz besonderen Namen, und zwar die 20 dümmsten Fragen der Welt. Oh Gott, hört sich schon mal gut an, ne? Genau, richtig. So, ich würde dich aber bitten, erstmal vorher schlafen zu gehen, bevor wir die Fragen anfangen. Geht nicht. Wieso Weil ich nicht? kein Bett hab. Also Alter, müsste ich bist du jetzt die krank? ganze Etage wieder hochrennen und das hätte ewig dauern. Okay. Okay, mein Spawn hat sich schon mal geändert. Auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt endlich einen Standpunkt gefunden. Wir haben Diamanten gefunden. Yeah! Ah, das ist nicht gut. Kein gutes Zeichen. Doch. Wir haben Okay. immer den Kopf an. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der ersten Frage an. Ich lese mal kurz durch. Hau raus. Oh, Eisen. Geht zu Lomsong. Okay, pass auf. Jetzt die erste dümmste Frage. Also jetzt muss man eigentlich querdenken. Pass auf. Wenn es heute 0 Grad hat Ja. und morgen doppelt so kalt werden soll, wie kalt wird es morgen? Das ist eine gute Frage. Wie kalt ist Alter. es denn morgen? Ich würde sagen, es ist doppelt null. Oder was würdest du Es antworten? ist doppelt so kalt. Ja, eigentlich bleibt das eigentlich bei null. Ja, weil. Das ist wirklich eine dumme Frage. Deswegen, ich meine, das ist die dümmste Frage der Welt. Also, wie gesagt, das muss man sich eigentlich nochmal zergehen lassen. Wenn es heute 0 Grad hat und morgen doppelt so kalt werden soll, wie Null kalt wird es Grad, morgen? hätte ich sonst sagen. Ja, genau. 0 Grad. Doppel 0. Ich hätte Doppelagent. gesagt 1 Grad minus. 1 Grad. Na, es geht ja nicht. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie, wenn du überlegst, es könnte dann bloß 1 Grad sein. Okay. Ja, aber irgendwie ergibt es auch 0, aber ja, ist ja klar. Es war jetzt ein bisschen dumm von mir, eigentlich ergibt es ja 0, aber wenn du jetzt ein bisschen überlegst, wenn es doppelt so kalt werden soll, ja, könnte es 1 Ja. ergeben, könnte. Aber theoretisch bleibt es auch wieder bei 0. Stimmt. Okay, das war die erste dümmste Frage von den 20 dümmsten Fragen der Welt. Wollen wir mal mit der nächsten anfangen, Ja, oder? klar. Pass auf. Frage Nummer 2. Eigentlich ist diese Frage übelst berechtigt, weil man hat den Film und das Buch oft genug gelesen, sag ich mal. Und ja, niemand hat sich diese Frage gestellt. Aber warum hat Tarzan eigentlich gar keinen Bart? Ich habe keine Ahnung. Warum hat Tarzan keinen Bart, ja? Weißt du, überall, ne? Ich sag mal, er kann sich ja nicht rasieren. Den Er hat lange Gendefekt Haare, aber er hat vielleicht. keinen Bart. Ja, das ist irgendwie eigenartig. Bei Robinson Crusoe, da haben sie es geschafft. Ja, genau. Ja, da haben sie ihn Bart gepflanzt, aber Tarzan? Vielleicht haben sie es vergessen. Du meinst vergessen? Ja, vergessen. Einzuzeichnen. Ich kann vergessen, ja. Okay. Ja, vielleicht Ja. Gendefekt, aber zu 99% einzeichnen vergessen. Einzeichnen. Du meinst, Einzeichnen haben die Ja, vergessen. eingeschrieben oder einprogrammiert oder klar, normal Es hat niemand dran eingedesignt, gedacht, ja. würde ich eher sagen. Eieiei. Ja. Okay, pass auf. Das war jetzt Frage Nummer 2 von Frage Nummer 20, ne? Von Fragen 20. Pass auf. Ja, ich passe auf, du sagst immer, pass auf, pass auf. Ich pass doch Pass die auf, ganze Zeit auf. jetzt kommt. Pass auf. Pass auf. Pass auf, ja. Okay, jetzt geht's los. Pass auf. Jetzt muss man gleich zurück gucken hier. Hier habe ich ja gleichzeitig Zombie und einen Creeper bei mir hier. Ja, weg damit, weg damit. Weg mit den Creeper. Nein! Oh, Gott sei Dank. Alter Schwede, hier geht's ja halt richtig zur Sache. Ich würde ja mich freuen, wenn du ins Bett gehen würdest, ne? Geht nicht.
Weil ich habe nicht mehr so lange Leben hier. Tja. Gehen würde schon noch was. Scheiße. Ich glaube, bis ich da oben bin, ist es Tag. Boah, Baby-Zombie jetzt auch noch, ey. Da kriege ich ja das Kotzen. Ja. Okay, pass auf. Frage Nummer 3. Eigentlich kennt diese Frage jeder und eigentlich kann sie nur diejenigen von euch beantworten, die weiblich ist. Oh. Warum gehen Frauen niemals alleine aufs Klo? Das fragen sich die Männer eigentlich, glaube ich, immer, ne? Ja. Und? Ich hätte Aline dabei sein müssen. Nee, keine Ahnung. Was soll ich noch da antworten? Naja, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich glaube, das hat damit zu tun, dass die eine guckt, dass die andere, sag ich mal, dass die, wenn die in Ruhe ihr Geschäft machen kann, weißt? Ja. Deswegen würde ich sagen, die eine steht bei dir und die andere, das wurde, glaube ich, schon mal aufgelöst von Asse Schröder, glaube ich. Oder von Mario Barth in die Richtung. Hm, kenn ich auch noch. Ja gut, deswegen eigentlich eine ziemlich doofe Frage. Ja. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Oh Mann. Dann halt so. Okay, Frage Nummer 4. Diese Frage ist eigentlich wieder total berechtigt. Ja. Warum muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin haben? Hä? Okay. Ich finde die Fragen doof. Wieso findest du die doof? Die sind gut. Die sind doof. Warum sind die doof? Du bist doof. Ich bin nicht doof. Doch, du bist doof. Nein, die Fragen sind gut. Leute, sagt, dass die Fragen gut sind. Du bist doof. Wir können sagen, die Fragen sind gut. Ah, danke schön. Jetzt kommt gleich KomiHD rein. Die Fragen sind gut als Maul. Ja, genau, so richtig. Richtig. Oh, endlich. Es wird hell. Und bei mir ist es jetzt dunkel, weil ich keine Fackel mehr habe. Oha. Lava! Oh. Super. Nein, abtrennen. Ich habe Lava gefunden. Ein bisschen. Obwohl, lass mal offen. Wieso sollten wir es zumachen? Eigentlich lassen wir es offen. Wieso sollten wir es zumachen? Wirklich. Dann machen wir da oben noch frei. Dann sieht das gleich viel schöner. Ich habe eine Schlucht gefunden. Da will ich hoch. Ja, nächste Frage. Komm. Alle warten auf dich. Die Frage ist eigentlich richtig geil. Warum glauben einem Leute sofort, wenn man ihnen sagt, dass am Himmel 400 Billionen Sterne gibt? Aber wenn man ihnen sagt, dass die Bank frisch gestrichen ist, müssen sie draufpatschen. Das kenne ich irgendwo, ja. Ja, diese Situation hatte ich auch schon mal. Ja, das Beste, weil... Vorsicht, die Bank ist frisch gestrichen und was passiert? Quatsch! Ja, genau. Das habe ich auch in der Arbeit, wenn wir in der Kinder immer die Oberflächen von Holz, ist ja klar, dass die geschützt sind. Ja. Und dann ist so, kann man das schon anlangen? Und ich hatte schon lange meine Finger drin. Ja, der Mensch ist ein Seetier. Also in der Richtung, wenn wir was sehen und wir denken, ja, das passt schon, ist ja alles, ja, ist doch trocken, siehst du doch. Ja. Und dann müssen wir erstmal kontrollieren. Wir müssen alles fragen und kontrollieren nebenbei. Ja. In der Zeit, wo wir eigentlich schon fragen, kontrollieren wir und fassen das Ganze an. Ja, genau. Und dann passiert natürlich eins, Watsch, natürlich. Zack. Mhm. Lava-Fluss. Übergang, der sieht geil aus. Okay. Frage Nummer 80. Frage Nummer 80. Frage Nummer 5, glaube ich. Das ist das Paradies hier. Überall Gold, Eisen, Ding und so weiter. Ja, warte mal, jetzt komme ich hier. Ui. 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 I habe ich gesagt. Ui. I, ich will. Nee, na, das war jetzt. Ja. Nein, ich will nicht ins Wasser. In Lava, nicht ins Wasser. Ich will nicht. Ich will da. Stellen wir das mal alles hier ab. Jetzt muss ich bestimmt. So, Frage Nummer. Zombie! Das ist gut. Bekommt man Geld zurück, wenn das Taxi rückwärts fährt? Nee. Meinst nicht, warum? Wieso sollte man Geld zurückbekommen? Doch, ich weiß nicht. Ist doch doof. Das sind gefahrene Kilometer. Das ist ja genauso dazu. Stimmt eigentlich.
Naja, das sind halt die dümmsten Fragen der Welt. Ja, weil ich finde jetzt auch nicht gerade so berauschend. Ich fange jetzt auch an, die nicht mehr so berauschend zu finden, aber ich mache trotzdem weiter. Ja. Machen wir es einfach so, wenn ihr doch bessere findet, dann sucht doch welche raus. Genau, richtig. Wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum dann nicht auf der Innenseite der Tube? Das, ja, weil der luftdicht abgeschlossen ist. Ist doch klar. Siehst du, die Frage kannst du beantworten. Komisch, wa? Ja, ich arbeite viel mit Leim. Okay. Nein! Nein! Junge! 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 Oh. Ich cool. Will sehen, dass du verbrannt bist. Oh. Nee, eine Hexe hat mich vergiftet. Das ist leider schade. Mist. ja, mein vollstes Beileid. Ja, auf jeden Fall. Hot Topic. Mein vollstes Beileid, ey. Du kriegst eine, was du kriegst eine Runde Beileid. Rotten Fleisch habe ich hier. Auch nicht das Wahre. Da oben ist Eisen. So, jetzt brauche ich erstmal Fackeln. Fackeln, Fackeln und Fackeln. Und Fackeln und Fackeln und Fackeln. Fackeln. Und dann fackeln wir das ab und dann fackeln wir noch mehr ab. Richtig. Das ist weg. Und da ist Eisen. Direkt vor meiner Nase. Nein. Doch. Nein. Die Schlucht ist geil. Die liebe ich. Ja, Schluchten sind immer gut. Weil wenn man in Schluchten findet man nämlich alles. Mögliche. Fast bis auf Diamanten meistens. Diamanten findet man so richtig selten. So, bei mir geht's hier richtig tief ins Dunkle. Nächste Frage. Was? Nächste Frage. Achso. Nächste Frage. Wenn Schwimmen schlank macht, was machen Blaufale falsch? Die haben einfach viel Hunger. Glaube ich nicht. Meinst? Ich glaube schon, ja. Okay. Nee, das sind. Ja, keine Ahnung. Die wachsen halt einfach. Das ist halt Natur. Das ist normal. Glaube ich jetzt mal zumindest. Oder was sagst du? Schwierig zu sagen. Kann man nicht so sagen. Aber die nächste Frage ist eigentlich auch wieder berechtigt. Warum gibt es in Flugzeugen Schwimmwesten statt Fallschirme? Ja, eigentlich wäre doch Fallschirme besser. Ja, wenn man abstürzt, ne, kann man wenigstens rausspringen. Aber wenn du überlegst jetzt, mal so wirklich nachdenkst, wenn du aus dem Flugzeug springst und da ist die Turbine und dann... Achso, ja. Du müsstest von hinten rausspringen, aber das ist auch gefährlich, weil dann wieder der nächste Flügel kommt. Der nächste Flügel. Normal springt man ja aus so einem Flugzeug raus, das wo die Flügel oben hat. Das ist wahr, ja natürlich, ja. Auch gut. Aber, naja. Wer lebensmüde ist, ne? Ja, klar. Ja, klar. Jetzt kommt aber die nächste Frage, die eigentlich wieder, ja, wieder ein bisschen logisch ist und wieder ein bisschen unlogisch. Wenn die sogenannte Blackbox, ne? Was ist die Blackbox? Sie ist ja eigentlich unzerstörbar eines Flugzeuges, ne? Ah ja, stimmt, ja. Ja, ne? Unzerstörbar. Ja. Warum auch immer. Wieso baut man nicht das ganze Flugzeug aus diesem Material? Ah, das ist doch doof. Das ist nur die Festplatte eigentlich fest. Halt, weißt du. Ja, das weiß ich. Ich weiß, was du meinst. Komm. Nein. Die sogenannte Festplatte. Warum ich jetzt dazu? Ich sterbe jetzt gleich. Ja. Hat er überlebt? Ja. Nein. Ja. Nein. Doch. Nein. Aber es könnte knapp werden, zurückzukommen. Du hast nichts zu überleben. Du musst tot sein. Ja. Freut sich Alina aber. Was? Wenn ich nicht mehr da bin. Das glaube ich nicht. Ah, jetzt auf einmal. Dann machst du weiter für mich, oder? Was? Hä? Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht machen. Genau. Das ist eine zu große Bürde. Die kann ich nicht annehmen. Wieso? Tut mir leid. Oh. Ist es Tag oder Nacht? Es ist Tag. Cool. Ich bin unter Tagen, also. Ich bin auch unter der Tage. Unter der Tage, ja. Ja. Ich bin unter der Tage, das ist keine Frage. Geh ich wieder hoch. Holz holen. Okay. Warum steht eigentlich auf Sauerrahmbechern ein Verfallsdatum? Weil der kaputt gehen kann. Ist doch klar. Kaputt gehen? Ja, weißt schon, schimmeln, klar. Und so weiter. Aber das ist doch schon sauer, das ist doch schon verfallen. Ja, klar, er kann aber schimmeln. Sauerrahmen kann trotzdem schimmeln, obwohl es sauer ist. Ja, klar, oder?
Nee, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, dann beantwortet sie halt immer die Frage. Das ist ja genauso wie mit Schokolade. Schokolade verschimmelt ja eigentlich auch nicht. Das Schokolade kann nicht schimmeln, weil viel zu viel Zucker drin ist. Schokolade wird nur weiß, weil der ganze Zucker sich irgendwann absetzt, ja. Aber sonst, Schokolade kann nicht verschimmeln. Mhm. Aber wenn du nachdenkst, Schokolade kann schmelzen. Ja, das kann sie gut, ja. Ja. Die gute Schokolade, die... Eis aber auch. Eis kann auch schmelzen. Besonders Schokoladeneis, das schmilzt doppelt so schnell. Ja, das auf jeden Fall. Boah, ich fand das immer früher als Kind immer so traurig. Ja. Ich hatte immer damals so eine richtig... Ich war immer auch gerne ein Kind, was Eis gegessen hat. Mhm. Und damals immer so, wenn der Eismann kam, der kam ja damals noch, ne? Jetzt kommt er ja nicht mehr. Ja. Jetzt kann man ja das Eis schon an jeder Ecke irgendwo, ne? Oder Amazon bestellen. Ja, klar. Auf jeden Fall... Wenn der Eismann kam, hat man sich so diese Eiswaffel und ne, ja. mit dieser Eiskugel drauf. Und dann ist mir das immer, fand ich das immer so traurig, wenn anderen Kindern die Eiskugel aus der Waffel gefallen ist. Ja, das ist doch, auf den Boden geklatscht. Und das fand ich immer so traurig. Und dann ist mir mal selbst passiert. Ich habe, glaube ich, geheult. Mir ist es jetzt noch nicht passiert. Oder doch? Ich hatte immer, also mein Kumpel hat das immer so gemacht. Es gibt ja immer die Waffel, die wurden so spitzen, gell? Ja. Mein Kumpel hat ja einfach mal so gemeint, er beißt einfach mal das untere Stück ab und saugt es einfach von unten raus. Ja, da kannst du nicht runterfallen. Das hab ich auch gemacht. Das war eigentlich auch eine gute Idee, sag ich. Die töten, ich glaube, dann könnte mich Aline, wenn ich die jetzt töte. Die Kühe. Nee, die aber. Die pflanzen sich Kühe fort mit Weizen, oder? Nochmal. Ja, mit Weizen. Mhm. Nee, das. Warum habe ich dir das jetzt verraten, Mann? Scheiße. Danke. Entschuldigung. Dann müssen wir Weizen sammeln. Hab ich schon. Oh, hä. Jetzt ist nicht gut. Wir müssen hier mal einmal kurz einschneiden. Ja. Oh, guck mal, siehst du. Einschneiden. Gut, dass wir diesen Einschnitt gemacht haben. Jetzt haben wir sogar ein bisschen mehr Eisen als vorher. Weißt du was? Was denn? Du hast die Hosen, hast ich die Hosen, die sind manchmal, Schweine haben Locken. Ich wünschte Locken dir manchmal, meine Videos wären Emos. Deine Videos wären Emos? Ja. Wieso wären deine Videos Emos? Nee, ich wünschte manchmal, dass meine Videos Emos wären. Warum? Weil dann würden sie sich selber schneiden. Oder jetzt auch nicht. Ja, das ist logisch, klar. Aber ritzen sich Emos wirklich? Das ist eigentlich nur eine Stilrichtung. Irgendwo. Wie ist das dahin? Was? Ich habe gerade einen Ort gefunden, wo es noch unten geht. Oha. Da steht groß, hier geht's nach unten, extra für dich, Traces. Okay. Und dann Lava, Wünsch, weißt du schon. Genau, richtig. Das habe ich gebaut, tut mir leid. Traces, hier haben ein Geschenk für dich, schau mal da runter. Blitsch. Nein, Paul, bitte nicht. Nee, rette mich. Wieso hast du nicht Wilkinson gesagt? Ist doch egal. Nee, pass auf. Mir gefällt dir schon besser. Was? Paul ist ein besserer Name als Wilkinson, weil das ist zu sehr an der Werbung dran. Stimmt doch gar nicht. Nö. Erstens, ich sehe nicht aus wie ein Rasierer. Doch. Ja, erzähl weiter. Also, ich glaube, dein Skin könnte den Rasierer schon mal vertragen. Ja, der könnte sich mal einen Rasierer kaufen, ja. Ja, genau. Der haust ein Zombie eiskalt in meinem Haus drin, gell? Der hat sich da schon richtig bequem gemacht. Das ist noch schlechter. Ja, auf jeden Fall. Oh, Raw Beef! Ah, Aline hat schon ein bisschen vorproduziert. Auch nicht schlecht. Siehst? Hä? Das war noch nicht fertig, Junge. Das ist schon mal ein Vorteil, dass du sie hast. Mhm. Wenn ich nach Hause komme, da ist keiner, der mir Fleisch hier schon zubereitet hat. Hey, wir haben sogar schon TNT. Ja, deswegen die ganzen Platten in der Hütte, ne? Ja, auf jeden Fall. Irgendwas wollte ich da jetzt machen. Seeds, irgendwas. Ey, sag mal, wie weit geht denn das hier noch runter? Meine Fresse. Ja, meine Fresse. Ach genau, ich wollte Holz. Oh, Eisen. Ja. Sag ich auch immer. Ach Mann. Hat sich irgendwie Minecraft geändert mit der Tiefe oder so? Nö, normal nicht. Eigentlich nicht, ne?
Alles, alles gleich bis jetzt. Das kann doch gar nicht richtig wachsen, weil kein Wasser hier ist. Das muss ich unten ansehen. Ja, dann sind wir es halt unten. Ach, aber erstmal Fleisch. Wenn schon kostet. Kommt dieses. Wann kommt denn eigentlich dieses Never Brick? Dieses, ach, wie heißt das? Bedrock. Bedrock. Blanker Stein. Ich mach mir jetzt eine kleine Watschenfarm. Da. Watschenfarm. Eine Warzenfarm. Eine Warzenfarm? Wort noch gegen Warzen. Nö, ich bin immer noch nicht unten. Sag mal, was ist denn hier los? Hast du mit dem Server gemacht, Alter? Ein bisschen so umgeschrieben, weißt schon. Ja. Der sieht doch gut aus. Ich höre Skelette. Und ich höre Döner. Mist, jetzt ist meine Spitzhacke noch kaputt. Aber wir können ja uns ganz schnell eine neue Werkbank bauen. So. Ja, das könnten wir. So, da haben wir schon fertig gebaut hier. Ein bisschen, und, da könnten wir schon machen. Und gleichzeitig, ne, werde ich mir auch mal hier ganz schnell ein Steinschwert basteln. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ah, oh, Steinschwerter. Und irgendwann kommen wir mit anderen Schwertern hier. Irgendwann. Das kann dauern. Jetzt habe ich die falsche Reihe abgebaut, ich Hammel. Alter, ich fühle mich jetzt Samstag wirklich verarscht. Wieso? Ja, die Zombies mögen mich so. Die Zombies mögen dich so? Ja, die mögen mich so. Ach so. Mhm. Ich habe jetzt direkt in der falschen Reihe gebaut. Faceplan. Egal. Nee, kann ich nicht lassen. Komm. Junge! Ja, genau. Immer haut rein da. Der gute Trice. Ah! Boah, der kann's ertragen. Ja, auf jeden. So, das muss ich abbauen. Ja, kommt mal her hier. Sind mein Schwert gleich im Hintern. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Weißt, ich will da nur mein Eisen abbauen. Da muss ich mal reinziehen, ey. Alter Schwede, hab ich mich gerade erschrocken. Ja, ich weiß. Nicht. Boah, meine Güte. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ich hab nen Bucket auf dem Kopf, ich bin der Crafter. Was, du hast ein Bucket auf dem Kopf? Ja, ich hab ein Bucket auf dem Kopf, ich bin der Crafter. Da, ich ein bin Crafter. Der Eimer. Okay, sehr schlau. Ja, auf jeden Fall. So, ich bin auf jeden Fall schon mal auf eine Höhle gestoßen. Ist nicht gut. Nicht? Ich hab einen Bart im Gesicht, ich bin der Wilkinson. Ich bin der Wilkinson. Du hast keinen Bart. Nee, hab ich nicht. Oder? Aber ich will mir auch einen ich will mir auch keinen wachsen lassen. Nicht? Nö. Ein Bart ist nicht so schön. Oh, siehst du, fangen sie hier schon an, mit Pfeil und Bogen auf mich zu schießen. Okay. Ich mach mal wieder weiter hier, meine kleine Dings hier. Oh, ich bin runtergefallen. Peng, Bro, voll in die Fresse. Ich finde geil, dass man Melon nicht mehr ansehen muss. Das finde ich so geil. Das reicht ja einmal, ja. Okay. Du kannst jedes Mal den Block wieder abbauen. Das finde ich eigentlich auch gut, ja. Das haben sie wirklich gut gemacht. So, ich baue mich jetzt weiter tiefer. Ich will irgendwann. Alter, ich hoffe, der war nicht echt. Das mache ich mit dem Mund. Boah, geil, Redstone. Hammerhart. Ja. Was siehst du, für Redstone abbauen brauche ich ja was? Genau, Eisenspitzhacke. Die habe ich wieder mal nicht. Ja. Dann musst du dir halt zu Weihnachten wünschen. Jetzt habe ich kein Kabel mehr. Und hier mache ich dann so einzelne Abspritzen noch da drüben. Okay. Geht dich gar nichts an. Bah. Das ist Arena. Area 1. Da kann ich auch da noch in die Richtung. So, jetzt, ich würde mal sagen, hier genug gepurzelt hier. Mitten im Untergrund. 26 Eisen haben wir mitgesammelt hier. Was? Ja, 26 Eisen. Junge! Was denn? Hast du ja mal gefunden? Nee. Gut.
Ah, ich bin kurz davor. Stimmt, ich wollte ja die Höhle. Ich habe Redstone, ich habe Lapis Lazuli. Muss ich auch langsam anfangen, mein Haus zu bauen hier. Ich wollte ja eigentlich in die Höhle weiter suchen. Boah, der Junge will in die Höhle rein, Mann. Aber ja, so richtig. Aber ja, heute nicht mehr. Hey, ich würde nämlich auch sagen, die Folge, die gehört. Ja? Hast du es gehört? Was hast du gehört? Hoffentlich war das. Ja. Da kam so das Windows Error Meldung, kennst schon, död. Ja. Und jetzt habe ich gemeint, irgendwas, die X-Tory oder irgend sowas ist abgeschmiert. Okay. Aber war bloß Putti. Putti? Putti. Wer ist Putti? Oh, ist jetzt süß. Putti! Ja, bloß Putti. Putti. So, ich bin jetzt wieder oberhalb. Bin wieder über der Erde. Jetzt verschwinde ich schnell meine Hütte. So. Ich glaube. So. Ich glaube. Und ich würde damit mal sagen, die Folge. Meine Folge. Meine oh. Vierte. Meine Danke. Vierte, meine dritte Folge. Meine dritte Folge ist vorbei. Ne? Ja. Ich bin jetzt hier. Wirklich. Oh, krass am Ende, Mann. Alter, ich bin voll am Ende. Ich bin wirklich voll am Ende. Oh Mann, das war voll anstrengend hier. Oh, Kaffee. So, ja. Also, willst du Tschüss sagen oder soll ich Tschüss sagen? Ja, sag du Tschüss. Auf jeden Fall, wir sagen beide Tschüss einfach. Und hinterlasst fleißig Kommentare. Mm. Einen Daumen nach oben und wenn ihr lustig seid, auch sogar vielleicht ein Abo. Aber nur wenn ihr lustig seid. Nur wenn ihr uns mögt. Nur wenn ihr uns mögt. Mm. Mal keiner mag uns. Ja. Okay, na dann, also haut rein also, und bis dann. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal auf unserem Minecraft Project. Ciao. Jo, ciao.